Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der NF Marsch am Montag. Ja, und danke sagen muss ich. Ja, sind wieder ein paar neue Abos dazugekommen. Das freut mich sehr. Danke, danke dafür. Wirklich nice. Ja, warum stehen wir hier hinten? Ja. Mir fehlt was. Ja, das habe ich abgerissen. Und woanders eingelagert. Weil Flüssigkeiten gehen auch in unser Lager. Und damit es ja nicht so langweilig ist, habe ich das jetzt eben offline gemacht und habe hier mir noch eben ein Festchen dazu gemietet. Das habe ich jetzt auch nur gemietet, das habe ich nicht gekauft, weil, ne, darum sehen wir hier auch ein rotes Kennzeichen dran, ne, ist also gemietet. Das hintere ist ja unseres, ne, mit Dolly dran. Hat er das jetzt auch erstmal hier stehen lassen. Hat er jetzt auch nicht mehr so großartig viel Lust, wo ich da gebastelt habe, das hier, ja, wieder wegzubringen. Wir gehen mal rüber. Helfer sind eigentlich, soweit ich weiß, glaube ich, alle wieder an. So viele waren es ja nicht. Wir haben jetzt hier da oben, ne, Bohnen, Diesel, Gülle, ne, Hackschnitzel, herbezieht, Heu und Hopfen und dann hört es auch auf, an Flüssigkeit. Na gut, da unten ist nochmal Milch. Tatsächlich, ansonsten Stroh, Trinikade, Vermehrungsgras, Weizen. So, ja. Ja, das geht nämlich auch in das Lager rein. Ich weiß, ist nicht realistisch, ist eigentlich auch völlig lax. Weil da weiß ich auf jeden Fall, da können wir so viel reindonnern. Das kriegen wir, glaube ich, bis das, ich will nicht sagen, bis das Projekt zu Ende ist. Sagen wir mal, bis der neue LS-Teil kommt. Will ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, bis dahin kriegen wir es auch nicht voll. Weil mein Plan ist eigentlich, ne, hier so lange weiterzumachen, bis jetzt wirklich der neue Teil kommt. Ne? Ja, für den, ja, Drescher, oder wie kann man das jetzt nennen? Der noch gemietet ist, ne? Da gibt es jetzt auch noch neue Aufsätze. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die, also aktiviert hatte ich das gerade, das weiß ich, ob die jetzt hier mit reingewandert sind. Da hinten ist sie. Eine Sägemaschine. Die kann auch alles ansehen. Tatsächlich 13 Meter. Nett. 16.000 Liter. Ah, da geht auch nur Saatgut rein, da geht also kein Dünger rein, okay. Oh. Interessant, interessant. Ich weiß gar nicht, hatten wir das beim letzten Mal eigentlich noch? Da. War das Ding hier drin? Ja, genau, hier Gülle haben wir auch dafür, das Gerätchen. Dass man da auch ihr mit gülden könnte. Ist auch eine nette Geschichte. Da wäre das aber dann wirklich, wenn man das machen wollen würde, da würde ich dann tatsächlich auch so einen Feldrenncontainer, den wir hier stehen haben, sowas kaufen. Und da will ich denn nur denn hier einen Abfahrer dran, der da denn hier immer auffüllt. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich meine, theoretisch, ich würde das jetzt, habe ich glaube ich in der letzten Woche glaube ich auch noch mal bei einer Südhörmann-Folge glaube ich mal noch gesagt, dass das mal so eine Maßnahme wäre, ne?
will ich so einen Fairtrade-Container, auch ruhig den, ne, größeren. Da will ich für den Moment einen Kurs hinbauen, dass ein Abfahrer das Ding immer voll macht. Und will ich, ne, die ganze Zeit permanent. Und wenn natürlich voll ist, bleibt ja natürlich so lange stehen, bis, ne, man das komplett rausgezogen hat, was in seinem Wagen drin ist. Aber so, dass der wirklich immer der Container immer voll ist. Wäre eine Idee. Oder wäre noch so ein ne, Gedanke, was mir so im Kopf rumschwebt. Warum jetzt das Kamerabild jetzt wieder so aussieht, weiß jetzt nicht, wer jetzt die Radefolgen noch gesehen hat. Da habe ich das eigentlich auch gut versucht zu erklären. So eine kleine Kurzfassung, das mit dem Nvidia-Programm, was hier drauf ist, oder beziehungsweise was auf OBS drauf ist, das ist kein Programm, was man sich denn installieren muss. Das habe ich beim letzten Mal ein bisschen falsch erklärt. Das ist in OBS nämlich schon drin. Das Nvidia-Programm zum Hintergrund ausschneiden. Und das möchte nicht mehr, beziehungsweise das braucht ein bisschen, anscheinend braucht es jetzt auf einmal mehr Ressourcen, was Rechenleistung angeht. Und dann fängt OBS an zu ruckeln und zuckeln und tun und machen. Und dann auch das Kamerabild fängt auch an hier, ne, zu lecken und sonstiges. Wenn man das aufnimmt, oder beziehungsweise ich habe das probiert, denn ein paar Aufnahmen davon gemacht. Da sieht man es nicht ganz so arg, aber ich sag mal, wenn ich dann rüber gucke und das, du hast da wirklich hier eine Dia schon im OBS, das funktioniert in den Ruf nicht so richtig, ne? Also darum muss ich das jetzt eben einmal wieder deaktivieren, beziehungsweise ich habe es dann jetzt rausgeschmissen und habe jetzt im Endeffekt wieder meinen Vorhang. Also das nur so als ne, Kurzversion. Noch ein ganz kleiner Teil, noch ein kleiner Teil dazu. Da ich es noch nicht rausgefunden hatte, woran das gelegen hat, habe ich OBS auch einmal komplett deinstalliert und wieder neu installiert. Hat dann natürlich immer noch nicht funktioniert. Ist ja, bis ich dann wirklich drauf gekommen bin, hat die Kamera einmal ausgemacht, dann lief es wieder flüssig. Und da habe ich mir gedacht, gut, liegt es jetzt an die Kamera? Ist so komisch. Ja, weiß ich nicht. Hab dann die Kamera wieder angemacht. Und dann habe ich im Endeffekt das mit dem Hintergrund ausschneiden einmal deaktiviert und dann funktioniert es. Und da habe ich mir gedacht, gut, ich wollte erst komplett alles runterschmeißen und neu installieren, aber gut, dass ich es nicht gemacht habe. Wirklich. Also das war wirklich, also da habe ich mir ein bisschen Arbeit gespart. So. Das nochmal eben einmal dazu. Was wollte ich jetzt noch nicht machen? Ich habe keine Ahnung. Wir können mal eben einmal durchtappen, würde ich mal fast sagen. Die hier fahren. Oder arbeiten noch. Ist der Abfahrer leer machen? Oder? Ja gut, er ist eigentlich noch nicht ganz fast voll, aber er fährt tatsächlich schon weg. Ja gut, lass ihn fahren. Ist, ja. Aber gut, 94%, ja gut. Ja, ich hab's oben nicht mehr an, die Prozentzahl. Er fährt auch noch seine Bahn hier, ganz locker flockig. Was hat er denn jetzt noch an Zeit? 1:39. Naja, könnte in der Woche fertig werden, würde ich fast sagen. Also wenn ich jetzt rüber gucke, da müsste er eigentlich, auf der anderen Seite, da müsste er eigentlich hin. Und das Ganze hat er nämlich schon, ne? Also wenn wir jetzt mal die Karte aufmachen, ne, sehen wir, der erst da oben schon, ne? Also er hat hier schon doch schon gut was gerissen. Ich habe ihn jetzt zwischenzeitlich auch nicht laufen lassen. Also das habe ich auch nicht gemacht. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr.
Jo. Ja, gut, dann haben wir den. Und den haben wir. Und den haben wir ja. Was sagt eigentlich die Uhrzeit? 15.03 Uhr. Okay. Das Gespann hier. Ja, stimmt. Den LKW habe ich auch ausgetauscht. Beziehungsweise ich habe den. Ich habe den sogar zweimal ausgetauscht. Ich hatte den mir hier nochmal gekauft. Beziehungsweise ich hatte den getauscht, den LKW, den wir auch auf der Südhörmann haben, wo ja auch das Wasserfass nicht dran geht. Und ich brauche eigentlich einen, der auch das Wasserfass, ne? Ist auch noch so eine Geschichte, da muss ich mich auch noch drum kümmern, dass das mit dem Wasserfass, dass ich da nochmal tausche. Weil ich meine, dieses hier ist zwar gut und schön, es funktioniert, okay, aber ganz ehrlich, das hier, also es muss schon funktionieren. Das weiß ich nicht, das geht nicht anders. Ich meine, dies hier mit dem LKW funktioniert jetzt auch. Das geht ran und runter. Mir ging das nur bei dem anderen LKW auf wirklich auf dem Sender. Das mit der Schaltung. Also diese, ne, diese manuelle Schaltung, wenn, auch wenn du die auf Automatik stehen hast. Dann ist das Ding am Zuckeln und tun und machen und. Ach, nee, da ging mir nur tierisch auf den Sack. Ich sag, wo ich hier immer hin und her fahren war, nee. Und wir haben jetzt, das ist, müsste einer aus dem anderen Pack sein, oder aus dem anderen Pack. Können wir mal gucken. Bei den LKWs, der war das jetzt, genau, der hier ist das. Ich hatte jetzt noch mal einmal von denen hier noch einen probiert gehabt. Ich weiß nicht mehr welcher. Das funktioniert, das wird, der geht hier mit dem Tankfass nicht. Dann kann, das kannst du ankoppeln, ja. Aber du kriegst es nicht wieder ab. Ja. Drauf geschissen. Wir haben jetzt hier eben einen neuen LKW. Ich meine, wir hatten ja im Endeffekt. Weil war das ja auch nun den anderen LKW, den wir hatten, auch ja die ältere Generation. Meine Güte, heute habe ich es aber auch. Meine Güte. Das ist aber auch heute. Oh. Ja, ist aber schon spät. Wir haben das. Ich sage, es ist jetzt hier, ne, wo ich jetzt sitze, noch aufnehmen, Mittwochabend. Mein spät ist relativ. Ist gleich 21:30 Uhr. Den einen ist das noch früh. Normalerweise gehe ich um diese Zeit ins Bett. Ich habe mir gedacht, ich will mir jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt heute Abend alles. Glaube ich eher nicht, dass ich jetzt. Ich mache vielleicht zwei, drei Folgen heute Abend. Damit ich jetzt mal so ein bisschen Luft habe. Weil das tatsächlich alles am Wochenende fertig zu kriegen. Da habe ich nur nicht mehr viel von meinem Wochenende. Weil ich habe mich auch schon beim in der letzten Woche oder am letzten Wochenende, wo ich mich hingesetzt habe, da habe ich den ganzen Samstagnachmittag verbraucht, sage ich mal, um die Marsch aufzunehmen. Und abends habe ich dann noch die Südhörmann nochmal aufgenommen. Beziehungsweise wollte ich den noch aufnehmen, aber da liegt ein Okienbaum mehr drauf. Da habe ich den Sonntagvormittag nochmal hier gesessen. Da habe ich die Südhörmann noch aufgenommen, wollte dann gerade aufnehmen, wird dann nicht mehr funktioniert hat. Aber gut, ja, sei es drum. Gut, dann habe ich euch das erzählt mit dem LKW, dass der neu ist. Gut, ich glaube, dann machen wir jetzt einen Deckel drauf auf die Folge. Und werden uns morgen nochmal den gucken, ob wir hier ja, noch ein bisschen Geld scheffeln können. Ne? Wahrscheinlich nochmal eben gucken, ob wir eine Grasmission irgendwie hinkriegen. Vielleicht. 45, das wäre natürlich ja auch wieder so ein Highlight, ne? Gut, okay, dann machen wir Feierabend an der Stelle. Ich sage wieder danke fürs Zugucken und sehr, sehr gerne morgen wieder reingucken. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.